Outrider, die letzte Landekapsel sollte da vorne sein. Okay, setz mich hier ab und suche einen Lagerplatz. Mach lieber schnell. Ein großer Sturm zieht auf. Na toll. Na toll. Na toll. Na toll. Sahidi, ich hab die Kapsel, ich geh rein. Du bist wohl nicht der Einzige, der das Ding will. Outrider, schnell! Ich brauche die Daten aus der Kapsel, bevor der Sturm losgeht. Und damit willkommen zu Outriders World Slayer. Wir haben das DLC angefangen. Ja! Ja! Wir kommen zurück, Volea. Ja, das auch. Und willkommen für immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben vorab das Endgame noch ein paar Runden. Ey, das kann ich auch. Noch ein paar Runden gespielt, weil wir ein bisschen reinkommen müssten. Also wir haben hier schon ein klein wenig gelevelt, weil wir wieder reinkommen müssten. Wir wären total abgelost. Da hättet ihr nicht so ein geiles Profi-Game wie am Ende vom letzten Mal erlebt. Nee, definitiv nicht. Ja, gut. Abfahrt. Ja, es gibt einige Änderungen, aber jetzt wird erstmal geballert. Hey Leute, ist eine Weile her. Du stirbst. Oh, das Vieh ist frei, ne? Ja, dann ist das Vieh jetzt tot. Alter, es kriegt kaum Schaden. Ich bin gefroren. Nein, lass mich weg. Aua. Hilfe. Wieso rennst du auf das Vieh los? Hä? Ich muss hinter das Vieh, schon vergessen. Schnell, der Sturm ist schon fast da. Hey, wer taut mich da auf? Hey, ich mach keinen Schaden mehr. So zieht ein ziemlicher Sturm auf. Ich mach keinen Schaden mehr an dem Vieh, warum? Doch, ich kann keine Fähigkeiten nutzen gerade. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Jetzt schon. Oh, man kann das, glaube ich, gar nicht zerstören, oder? Nö, glaub auch nicht. Aber der Sturm ist da. Kapsel ist sauber. Los! Hä, war die schon immer so groß? Keine Ahnung. Die war noch viel kleiner, ne? Heilige Scheiße! Die Eisstürme werden von Tag zu Tag schlimmer. Sahidi, ich dachte, diese Kapseln bieten Schutz vor dir. Nicht jetzt! Ich muss die Daten sichern, bevor alles hochgeht. Nein! Nein, oh Gott! Er hatte recht. Wer? Ich hab's nicht geglaubt. Aber die Anomalie, sie wächst. Exponentiell. Alles, was wir taten, um diese Kapseln runterzuholen. Waffen. Das Saatgut. Unser ganzes Wissen von der Erde. Am Ende war alles umsonst. Wenn wir das, was da kommt, nicht aufhalten können, wird es keine Zuflucht mehr auf diesem Planeten für uns geben. Dann sollten wir uns nicht mehr verstecken. Jawohl, ja. Ja, die Schwachen sterben halt. Evolution nennt sich das. Wir nehmen so, die Eier in die Hand und machen alles platt.
Ich suche mir einfach neuer eine... Planet. Ja. Das zwei. Ich suche mir einfach eine veränderte Frau. Oh. Noch besser. Sieht nicht gut aus. Ja, gute. Wir sind jetzt ganz cool. Ja, wir benutzen noch nicht mal mehr Türgriffe. Nein. Also, wohin geht's? Thiago. Ey, wir dürfen Loot nicht vergessen. Sahidi, bleib bei der Kapsel. Loot? Da stimmt was nicht. Loot? Was für ein Loot? Welcher Loot? Nein, nein, aber wenn wir welchen finden. Ach so. Ist ja kein Endgame mehr. Wir müssen jetzt wieder looten. Ja, stimmt. Wir müssen jetzt wieder besser werden. Wir sind natürlich schon gut genug, also. Wir raschen da durch. Ganze Schwärme von Dämonenvögeln fallen vom Himmel. Wenn die nicht mit den Stürmen zurechtkommen. Okay, wer stellt hier eine Kanone auf? Die da vorne. Ja, wer wohl und aber die jetzige Veränderung, das ist zu heftig. Wo geht's hin? Da vorne ist die Anomalie. Ah, hier oben geht's. Ah. Aber hier aber links geht's auch hoch. Lang. Ja, da geht's. Da ist doch Loot. Ah, Loot. Ich bin einfach vorbeigelaufen. Was? Da laufen wir einfach dran vorbei. Eieiei. Unglaublich. Hä, hab ich jetzt schon eine Pumpgun bekommen? Nein, Einzelschuss. Bäh, wer will denn sowas? Piu, 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 piu. Sieht voll cool aus, wie die Eisbrocken da fliegen. Aber auf ist extrem hell mit dem Schnee. Ja. Das ist Munitionskiste, ne? Jo. Ist aber auch wichtig. Da sind Vögel, ich seh's. Die gefrieren doch sowieso. Kann ich den schon hier abschießen? Hauptballer. Das sind keine Vögel. Das gefällt mir. Insekten, was auch immer. Ach, die halten doch alle gar... Aua! Die halten alle gar nichts aus. Nein! Au! Das ist ein Kotzer! Okay, die halten mittlerweile mehr aus. Hä? Ich sehe nur deinen Turm kotzen. Au! Da sind Libellen! Au! Lass mich da durch. Richtig! Mann! Flieg um. Ich muss nochmal Muni holen. Ey! So, einer weniger. Hallo, mach den... Toll. Dann laufe ich halt dahinter. Komischen Käfer da runter, boah. Ja, ne? Da. Alter, hier sind so viele! Da! Irgendwas ist auf der Karte. Ach, der Loot wird einem jetzt auch angezeigt, okay. Echt? Ja, guck auf die Karte. Tatsache. Bei mir nicht. So. Oder gibt es da so eine Loot-Kiste? Nee, es wurde mir als Sternchen angezeigt, der Loot. Hey, ich möchte betonen, ich bin nicht gestorben. Hast du nicht so ein Autosammel-Feature? Erst ab einer gewissen Dings. Du konntest einstellen. Oder? So. Weiter geht's. Jawohl.
Aber ganz ehrlich, wir sind ja scharf auf Loot. Und dann, wenn wir uns den Loot wegnehmen, dass es automatisch einsammelt, das ist nicht befriedigend. Ja, vor allem kriegt man da nicht mit, was man so einsammelt. Was man nimmt, sehr richtig. Ui. Alle tot. Habt ihr euch echt fressen lassen? Guck mal kurz da oben, was da so steht. Ich kann manche... Oh, da ist noch Loot in mir. Ich kann manche Fähigkeiten gar nicht einsetzen. Und die vorhin auch nicht, ja. Lade nach. Oh. Sag mal, warum bin ich da runtergeflumpt, ey? Alle hoppa! Also, alle hoppa! Ne? Was? Es ist tatsächlich unterschiedlich. Mal kann ich die eine nicht benutzen, mal kann ich die andere nicht benutzen. In was für eine Höhle? Kehre ins Schlachtgetümmel zurück. Nur weil ich da oben stand, ihr Schweine. Komme. Oha. Oh oh. Oh, aber der hat noch die Lebensanzeige vom Feuer. Nein, ich bin gefroren. Alter, der haut aus wie ein Pferd. Alter. Nein, ich muss hier weg. Au, 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 au. Ich spillig. Er hat mich überrannt. Ja. Wo seid ihr? Oh, wow. Oh, la, 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 la. Ich dachte, wir gehen auf den Dicken los. Oh, Junge, lass mich doch mal in Ruhe, ey. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Ich back hier in der Wand fest. Oder bist du tiefgefroren? Nö. Alter. Aua! Aua, Dicky, hau ab! Komm schon! Ich komm nicht hinter ihn, aua! Stirb! Yo. Oh! Der war eklig! Platzen alle hab, voll. Ja. Das ist so eine Fähigkeit von mir. Oh. Ich benutze ja mittlerweile gar nicht mehr die automatische Pumpgun. Ich benutze jetzt die richtige. Die macht mehr Wumms. Da tauchen braucht halt... Braucht jemand Munition? Hab ich schon. Warum? Wo? Der Dicke kein Loot liegen lassen. Voll okay. Nein. Aber Munition wird mir angezeigt. Hier ist Munition. Als ob hier keine Kiste liegt. Ja, wir sind ja auch noch nicht durch. Ne. Wir müssen ja noch da hinten noch. Dann aufi, baufi. Mit der richtigen Pumpgun habe ich halt mal geschwind Zahlen so bis zu einer Mille. Ist mir beim letzten Mal aufgefallen. Pumpgun. Pumpgun, genau die. Noch eine Vision. Sie werden immer schlimmer. Leichen, Verwesung, Körperteile, offen. Schatten. Sie sieht dich. Sie sieht dich kommen. Wer? Zu spät. Du kannst uns nicht retten. Versuch's. Es wird dich vernichten. Jana. Ich gehe nirgendwo hin. Doch wirst du. Tut mir leid. Bleib hier. Ich mach den Rückweg zum Truck frei. Natürlich. Ja, genau. Oha!
Gegen die wollten wir doch sowieso schon immer kämpfen. Die waren doch immer im Trailer, ne? Ja, ja, genau. Die hat man im Trailer immer gesehen, aber man hat nie wirklich mit ihnen gekämpft. Hä, hey, was bist du für ein Vieh? Aua. Ich glaub, die Großen laufen einfach nur um uns im Deko. Ja, ja, die mussten dich ja bloß anpupsen und alles war tot. Wir kommen. Geil. Alter, wir müssen zurück nach Rifttown. Ich weiß nicht, was man diese Eisstürme sagen könnte. Sieht schon krass aus. Die sehen aber aus, schon. Wollt's grad aussagen. Oh, da liegt Blut. Alter, wegen dem bisschen Rumgeballere sind die wir jetzt schon 4 Apokalypsen-Level hochgestiegen. Wuhu. Tschüss. Sag's einen Gruß daheim. Garantiert nicht. Also, wollen wir weiter? Let's go. Let's go, ja. Rifttown. Sagt mir was. War das nicht die Stadt? Die letzte Hauptstadt, glaube ich, war das, oder? Die große. Aber vielleicht auch eine neue. Wir werden es rausfinden. Oh Gott, was ist passiert? Wir waren vor kurzem noch hier. Das habe ich gesehen. In meiner Vision. Das ist erst der Anfang. Hier sieht es ein bisschen gerodet aus. Oh geil, wir haben ja tatsächlich mittlerweile alle unterschiedliche Shira. Trucks. Outrider, ich höre dich. Was ist dir passiert? Wie sieht's aus? Wir dachten, es sei nur ein Sturm, aber alles auf der Oberfläche verloren. Jeden, der nicht schnell genug war. Wo seid ihr jetzt? In den alten Keller geschossen. Lang halten wir nicht durch. Da ist ein Aufzug. Der bringt dich runter. Ja, gut. Was bist du? Ah, Munitioner. Servus. Hä? Ihr Pferd. Ich kann nicht schießen. Nö. Nee. Ein Rebellenangriff von Fist sind am Arsch. Was glaubst du? Tut es weh? Ein Händler. Aber zerlegen war doch sowieso besser, ne? Ja. Naja, zu hören. Aber er redet nichts Gescheites. Hä? Er hat nichts Gescheites. Nö. Nee. Wer hat den wenenheißen Hand gebrochen? Ich hab keine Ahnung. Was hat der am Anfang immer gesagt? Im ersten Teil. Oh, hier ist was zum Einsammeln. Yay! Sieht nach alten Berichten aus. Warte, der war doch unten in der Arena, ne? Ja, irgendwas hat der immer gesagt. Immer wieder. Ja! Yeah. Okay, Abfahrt. Let's go! Ab geht's, auf geht's. Runter geht's. Shira, was ist passiert? Es ist vorbei. Ich dachte, das Signal, die Kapseln, Sahidis Plan, aber... Die Anomalie zerstört alles. Wie sollen wir das überleben? Es gäbe einen Weg. Du! Du Verräter! Hältst du uns für so blöd? Shira, was ist? Er teilt Informationen mit den Rebellen.
Lieutenant? Nein, ich muss zu... Nein, 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 du verstehst nicht. Nein, er kann uns retten. Was retten? Hier ist doch jetzt alles im Arsch. Ich bin deine Scheißmission und leid deine ganze Scheißhoffnung. Steh auf. Okay. Mit wem hast du gesprochen? Salvador. Francisco Salvador. Er gehört zu den Rebellen, aber er ist Wissenschaftler. Wir tauschen Daten aus. Und wann wolltest du mir sagen, dass du mit der Gegenseite sprichst? Hör zu. Die Lösung. Er könnte sie haben. Aber er ist verschwunden, bevor ich alle Daten hatte. Ohne die Dieser kann ich nicht... Salvador, wenn er noch am Leben ist, wo finde ich ihn? Er arbeitete mitten im Feindesland, und zwar in Black Gulch. Black Gulch. Du solltest besser nicht danach suchen, Outrider. Was ist dort? Eine Veränderte. Sie wird von allen Kommandanten genannt. Black Gulch gehört ihr. Du kommst da nicht lebend raus. Ja, aber... Niemand wird das Ganze überstehen, wenn ich nicht gehe. Komm mit. Wann können wir Telekinese? Ja, wir können doch auch Felsen eindonnern. Ja, stimmt. Ich habe eine neue Mission. Was über diese Stürme weiß. Wir suchen einen Ort namens Black Gulch. Nein, dieser Ort, ich... ihn immer wieder. Schatten, die Seelen zerfetzen. Dieser Ort ist böse, Outrider. Aber ich könnte dir sagen, wie du ungesehen ins Feindesland kommst. Da ist ein verlassenes Fischerdorf namens Driftwater. Komm, ich erklär's dir unterwegs. Ja. Das erinnert mich daran. Wir wussten nichts davon. Hä? Oh. Servus. Die... Die Bailey ist auch wieder da. Ich würde gerne sagen, dass es bald besser wird. Wer? Bailey? Die... Ja, die Bailey. Die im Rollstuhl. Mach doch, was ich sage. Meine Güte. Hä? Wie, hä? Nein, das wollte ich nicht. Ach, so hat man markiert. Okay, gut. Weiß ich doch auch wieder. Sturmgewehr. Ich zerleg gerade schon alles, was ich nicht brauche. Alter Schwede. Da ist halt alles besser wie unsere Legendaries. Kann das sein? Ja. Die neuen Legendaries. Die. Ah ne, die epischen schon. Die Trucks. Hier, diese, da gibt's so... Die lilanen. Ja, es gibt aber nochmal lila. Es gibt aber auch braun, dunkelbraun. Oh, wow. Ja, braun mit Totenkopf hinten dran. Hab ich eins. Ja. Was? Ja, mein Helm. Wo ist Sipsi? What the fuck, was habt ihr da schon alles? Who the fuck is Alice? Who the fuck is Alice, ja. Chana! Wir müssen los, bereite den Truck vor. Ja, mach mal. Mach ich schon, wir müssen nach Driftwater. Ich versuch's, aber ich entkomme meinen Visionen nicht. Jawohl, aber wir haben auch noch... Ach so. Hä? Ach, da sind wir, okay. Ist es dir nicht kalt? Hä? So warum ganz läuft die eine Knarre halten wir nicht? Aber so ganz ohne Oberteil? Nee, eigentlich nicht. Du hast kein Oberteil an. Ja, habe ich ein bisschen steife Nippel, meine Güte. Mhm.
Die dunkle Seite der Macht hält mich warm. Ach so. Ach so. Ist in falsches, Ordnung. Falsches Wir Spiel. Sind da. Riftwater liegt vor uns. Okay, Tiago, wonach suche ich? Ein Boot. Such dir eins im Hafen, damit du übers Wasser kommst. Es gibt einen Hintereingang. Unter den Rebellenmauern durch. Ja, wir kommen wieder von unten. Ich kann alles außer über Wasser laufen. Das hast du lesen. Tiago, woher kennst du einen Weg in diese Festung? Ich war dort inhaftiert. Oh. Aufs Mark gefoltert. Ich wäre tot. Aber ich konnte durch die Kanäle entkommen und ein Boot stehlen. Von hier aus zum Wald und hab nie zurückgeschaut. Die Leute, die hier in Driftwater lebten, Tiago. Wer waren sie? Hey, habt ihr jetzt eine mit dem geredet? Siedlung vor dem Krieg. Nee. Jetzt sind dort nur noch Geister. Guck gerade nach einem Boot, aber. Es gibt eine Geschichte über einen. Diese Geräusche, Alter. Dessen Tochter ihn jeden Morgen mit der Hafenglocke heimrief. Aber eines Nachts kamen Rebellen im Nebel. Und der Fischer verschlief den Morgen. Hier ist kein Boot. Das Dorf wurde abgeschlachtet. Ich glaube, wir müssen laufen. Als der Fischer zurückkam und das sah, griff er die Soldaten an. Das war sein Ende. Am nächsten Tag zog der Nebel auf und eine Gestalt erschien. Mit langem Regenmantel und blutigem Haken. Der Geist des Fischers, verrückt vor Schuldgefühl, nahm Rache. Die Hafenglocke läutet für jeden toten Rebellen. Es heißt, man hört sie heute noch läuten. Geistergeschichten. Hier ist auch dieser Landekapseltisch. Dieser was? Der Landekapseltisch. Ach, man kann jetzt hier auch jederzeit ins Endgame wieder gehen, oder wie? Ja, hier ist ein Landekapseltisch. Nice. Bei mir. Weil ihr rennt natürlich vor. Ist schon in Ordnung. Lasst wir mich allein. Ja mit niemanden. Oh, hab's kaputt gemacht. Tut mir leid. Ich hab mit niemandem gequatscht. Ich hab das Band angehört. Ach so. Und hab mich nebenher umgeschaut. Tut mich ja sorry. Ich möchte wissen, wo wir sind. Ich war auf der Suche nach einem Schaut Boot. Euch mal die Fische an, das ist voll ekelhaft. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Ja, wobei die, wo noch ganz sind, die sehen ja ganz in Ordnung aus, ja? Kann man die tot machen? Nö. Ich wollte das Leiden beenden. Attacke! Alter. Hier, Räucherlachs. Moment. Tiefkühllachs. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Auf jeden Fall kein Boot. Hier fliegt alles auseinander. Kann man ins Wasser? Ja. Ist das Atommüll? Weiß ich nicht. Da oben ist ein Vogel. Hä? Hier kann man hoch. Ich treffe ihn, es macht ihm nichts aus. Da hinten ist eine Kiste. Da hinten ist eine Kiste. Es dauert nur ewig, bis ich dort bin. Man kann durchs Wasser rennen. Eins Kiste hier, aber nicht nur, wenn es nicht tief genug ist. Episch doppelläufige Waffe. Okay. Warum kriegst du lauter episches Zeug? Willst du mich verarschen? Episches Lila. Ach so. Braun ist gut. Braun. Bist du Braun? Kriegst du Braun? Hier ist auch eine Kiste. Hier ist was zum Sammeln. Sieht nach alten Berichten aus. Da in der Hütte hinter mir. Rums, 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 rums. Alter, wir sind voll die Trampeltiere. Ja, aber richtig. Also anschleichen ist bei uns nicht. Ich wollte da jetzt gerade rüberspringen. Ja, nee, ist nicht, weil ist so.